Guten Morgen, Leute. Oder eigentlich kann ich auch schon fast sagen, guten Mittag, weil es ist schon relativ spät bei uns. Wir haben heute nämlich mal ziemlich gut ausgeschlafen, das erste Mal seit langem. Und ja, genau, jetzt machen wir uns gerade fertig und gehen jetzt gleich so ein bisschen in die Stadt. Wir sind jetzt wieder zurück in Irkutsk nämlich. Also gestern Nachmittag sind wir wieder von unserer Tour zum Baikalsee zurückgekommen. Haben dann auch gar nicht mehr großartig was gemacht gestern Abend, sondern einfach mal nur richtig schön entspannt, genauso wie heute früh auch. Und genau, jetzt schauen wir uns dann so ein bisschen die Stadt an und gucken mal, was Irkutsk noch so zu bieten hat. Morgen geht es nämlich dann auch schon wieder weiter. Morgen nehmen wir wieder die Transsibirische Eisenbahn, aber diesmal Richtung Mongolei. Und ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, da bleiben wir dann nochmal 10 Tage und es ist dann auch leider schon der Abschluss unserer Reise. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal los und ihr seht ja die Bilder jetzt dann gleich. Jo, so Leute, wir sind jetzt wieder zurück in unsere Unterkunft angekommen. Wir haben jetzt heute Nachmittag so ein bisschen Irkutsk angeschaut und es ist wirklich ein ganz schönes kleines Städtchen und es lohnt sich auf alle Fälle mal hierher zu kommen und sich das anzugucken. Jetzt haben wir gerade noch was zu Abend gegessen und ja, jetzt haben wir uns gerade schon fertig gemacht und für uns geht es jetzt auch dann gleich schon ins Bett. Ja, weil morgen früh geht es bei uns schon relativ früh raus. Unser Zug geht morgen nämlich schon um 8. Und ja, wir müssen auch noch natürlich noch zum Bahnhof irgendwie kommen, deswegen ja, müssen wir schon ziemlich früh aufstehen. Jo, ich zeige euch nur jetzt auch nochmal ganz kurz unsere Wohnung, in der wir jetzt gerade hier in Irkutsk sind. Ich führe euch mal ganz kurz rum. Das ist nämlich sowohl unser Schlaf- als auch unser Wohnzimmer hier. Genau, das ist unser Bett, ja, mit dem kleinen Fernseher. Jo. Das ist nämlich, also es ist kein Hotel, das ist hier, wir haben hier wieder eine Wohnung und das ist dann quasi, ja, so kann man sich vorstellen, wie die Leute hier in Russland wohnen, obwohl die Wohnung hier noch ein bisschen, ja, ein bisschen altmodisch ist, sage ich jetzt mal. Das sieht man auch hier am Bad ganz gut. Genau, und hier noch die Küche, also jetzt fast vergessen, da haben wir sogar auch einmal gekocht. Das ist ganz praktisch, muss man nicht immer essen gehen. Genau, und das war unsere schöne kleine Unterkunft hier in Irkutsk. Guten Morgen, Leute. Jo, bei uns ist in den letzten Tagen jetzt so einiges passiert, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon in Ulaanbaatar in der Mongolei angekommen und genau, seit dem letzten Vlog sind jetzt schon 2 Tage vergangen. Genau, was haben wir gemacht? Wir waren einen Tag im Zug, nämlich knapp 24 Stunden von Irkutsk nach Ulaanbaatar mit Grenzüberquerung und allem drum und dran. Und sind dann gestern früh hier so um 7 angekommen. Ja, wir haben dann eigentlich gestern nicht mehr allzu viel gemacht. Wir haben dann erstmal noch schön geschlafen bis knapp um 1 oder so und sind dann rausgegangen und haben mal so ein bisschen noch die Stadt, ja, nicht erkundet, aber so ein bisschen mal durchgeschlendert und so ein bisschen was angeguckt schon. Und abends, ja, sind wir noch schön was essen gegangen und
Hier gibt es auch noch so eine Art ja, Pub Street oder ich weiß gar nicht genau, wie man es bezeichnen soll. Auf jeden Fall sind da alle, also ganz viele junge Mongolen unterwegs. Hört sich jetzt komisch an, aber ist tatsächlich so. Und es war ganz interessant, das war so ein bisschen zu beobachten. Dann sind wir da noch so ein bisschen durchgeschlendert. Und ja, genau. Heute haben wir jetzt auch erstmal ausgeschlafen, heute früh bis ja, knapp um 11 oder so, glaube ich. Es war auch bitter nötig, weil es morgen auch schon wieder früh rausgeht. Und ja, es hat jetzt eh den ganzen Vormittag geregnet bei uns, deswegen war das jetzt auch gar nicht so schlimm. Jetzt haben wir uns gerade fertig gemacht und jetzt gehen wir dann auch langsam mal los. Wir wollen jetzt heute mal zu so einem Viewpoint in der Nähe gehen. Der ist auf einem Hügel, so ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und da soll man einen ganz schönen Blick über die Stadt haben. Mal schauen, wie das so ist. Und anschließend, ja, schauen wir uns dann auch so ein bisschen die Stadt an. Aber wir sind ab morgen dann erstmal 6 Tage in der Wüste Gobi und haben da eine Tour gebucht. Aber anschließend sind wir dann auch nochmal einen Tag hier in Ulaanbaatar zurück. Von daher können wir auch dann nochmal so ein bisschen die Stadt angucken. Deswegen, ja, mal schauen, was heute passiert. Und ja, wir gehen jetzt mal los. Zaisan-Monument angekommen und hier ist wirklich ein wunderschöner Viewpoint mit einem wunderschönen Blick über die gesamte Stadt, wie man hier im Hintergrund sieht. Es ist echt ein Traum, es lohnt sich auf jeden Fall mal hierher zu kommen. Wunderschön. So, jo, wir sind jetzt wieder im Stadtzentrum angekommen und sind jetzt hier gerade am großen Platz, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, Surakpatar Square oder so, im Stadtzentrum. Und ja, jetzt haben wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel zu tun, jetzt fängt es eh gleich das Regnen an, wie es aussieht. Von daher jo, gehen wir jetzt dann auch demnächst mal ins Hotel zurück, bevor wir dann was zu Abend essen. So, jo, wir sind jetzt gerade wieder bei uns im Hostel angekommen. Vorhin hat es ja noch richtig so ausgeschaut, als würden die übelsten Regenwolken aufziehen. Aber ja, wir haben festgestellt, hier in Ulaanbaatar kann das Wetter ziemlich schnell umschwenken. Weil ganz am Anfang war es total sonnig, dann sind kurz diese Regenwolken aufgezogen und eine halbe Stunde später war es wieder total sonnig. Also wirklich ganz seltsam. Richtiges Aprilwetter hier, wirklich, wirklich komisch. Ja, aber wir haben dann trotzdem uns entschieden, nichts mehr Großartiges zu machen. Wir sind dann wieder zurück ins Hostel gegangen. Ja, liegt auch daran, weil wir wissen, in der Woche kommen wir nochmal hier nach Ulaanbaatar zurück für 2 Tage. Von daher können wir uns dann auch noch die restlichen Sachen und die Stadt so ein bisschen angucken. Vor allem, was es hier noch Interessantes gibt, hier gibt es anscheinend, was wir hier so gelesen haben, den größten Markt in ganz Asien. Das wollen wir uns auf jeden Fall noch angucken, wenn wir wieder hier sind. Ja, und auch so noch so ein bisschen die Stadt anschauen. Auch wenn das jetzt von den Sehenswürdigkeiten her, ja, gibt es jetzt nicht so viel zu sehen, würde ich jetzt mal sagen. Genau, aber das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Genau, jetzt sind wir schon wieder im Hostel zurück und ja, wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht und bei uns geht es jetzt auch gleich ins Bett. Ja, weil morgen früh geht es bei uns wieder relativ früh raus. Wir haben eine Tour in die Wüste Gobi gebucht für die nächsten 6 Tage. Und ja, da werden wir morgen schon früh um 8 abgeholt. Da, ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon ziemlich auf die Tour und sind schon gespannt, was uns da erwartet. Ja, mal schauen, wie das so wird. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt gerade von unserem Hostel abgeholt worden. Und wir stecken jetzt schon seit knapp einer halben Stunde hier im Verkehr fest in Ulaanbaatar und hoffen, dass hier mal was vorangeht.
Mal gucken, was jetzt passiert. Ich zeige euch mal kurz. Ja, jetzt ist zwar aktuell gerade frei, aber gleich werden wir wieder feststecken auf alle Fälle. Jo, wir mussten nur mal ganz kurz bei der Bank anhalten, weil wir noch die Tour bezahlen müssen. Und ja, das ist so ein Stapel an Geld hier wegen der Währung. Also wenn man sich einmal als Millionär fühlen will, dann muss man auf jeden Fall in die Mongolei kommen, weil hier ist echt unglaublich, so ein riesen Stapel an Geld. Ich glaube, es waren jetzt fast, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall über 1 Million an mongolischen Tukrik. Und ja, aber jetzt hat alles gepasst und jetzt geht's endlich in die Wüste Gobi. Gerade Mittagessen und habe jetzt gerade mal kurz gestoppt und ich zeige euch mal ganz kurz im Hintergrund. Oh, das ist einfach so wunderschön, ganz ehrlich. So unendliche Weiten einfach nur. Das ist so, mal schauen, wenn ihr es sehen könnt. Ey, das sieht einfach wunderschön aus, muss ich echt sagen. Total beeindruckt von der Mongolei bis jetzt. Mal schauen. Also ist jetzt schon, wir sind jetzt gerade in Mittelgobi und fahren jetzt bald nach, also sind jetzt bald in Südgobi und ja, mal gucken, wie es dann da so aussieht, aber hier ist es einfach schon mal einfach traumhaft, echt traumhaft, nochmal im Hintergrund. Boah, so nice einfach nur. Ja, auf dem Weg sieht man auch ganz viele Kühe, die stehen jetzt hier direkt neben der Tankstelle. Ein paar sind schön am Grasen. Und auch einige Pferde laufen hier ständig über die Straße und Schafe, Ziegen, alles Mögliche läuft hier rum, wirklich traumhaft. Wir haben jetzt gerade angehalten, mitten im Nirgendwo. Und hier sind einfach mal keine Ahnung wie viele Kamele und grasen hier. Echt verrückt. Einfach so. Ja, hier könnt ihr sehen, da ist absolut nichts außenrum. Und dann einfach die Herde von Kamelen mittendrin. So, ja, wir sind jetzt heute an unserem Ziel für heute angekommen und das ist so eine kleine Anhöhe, sage ich mal, und von hier aus hat man einfach einen wunderschönen Ausblick. Ah, das ist echt traumhaft. So, also hier ist ein Blick, so weit das Auge reicht, wirklich. Echt, das ist echt Wahnsinn. Und genau, jetzt bleiben wir noch ein bisschen, machen noch ein paar Bilder und danach geht's für uns ins Gear Camp. Das sind so kleine Camps hier mitten im Nirgendwo und da werden wir dann die Nacht verbringen, auch also heute und jetzt auch die nächsten Tage, und wie es da ausschaut, das zeige ich euch dann später. So, jo, wir sind jetzt gerade in unserer Unterkunft für die Nacht angekommen. Das ist nämlich ein sogenanntes Gear Camp, also so ein Camp quasi für Touristen. Und hier übernachten wir jetzt, also heute und auch die nächsten paar Nächte, habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Genau, und das ist so eine kleine Zeltstadt. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Also es sind so typische ja, Nomadenzelte, wie die Mongolen die früher schon immer gehabt haben. Ich zeige es euch mal kurz, wie das hier aussieht. So sehen die Zelte hier aus. Und genau, ich bin jetzt hier genau hinter unserem Zelt. Das ist nämlich unser Zelt. Ich zeige euch mal kurz, wie das von innen ausschaut. Genau, so, das ist jetzt unser Zelt und unser Eingang hier. Ich zeige euch mal kurz, wie das jetzt hier von innen aussieht. Genau, also das ist unser Bett hier. Und da sind nochmal zwei Betten. Normalerweise ist es anscheinend für 4 Personen.
und ja, kleiner Tisch. Also ganz spartanisch eingerichtet, aber wirklich, wirklich süß. Und hier oben ist sogar offen, also kann man nachts dann auch ein bisschen so die Sterne beobachten. Hier müsste man einige sehen, denke ich. Und es sieht auf jeden Fall ganz, ganz nett aus. Mal gucken, wie wir hier schlafen werden. Jo, genau. Und das war dann schon unser Zelt. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie das hier sonst so ausschaut. Das ist eigentlich relativ, ja, sogar hier ein kleiner Basketballkorb, aber sonst ist hier eigentlich nicht allzu viel, sondern nur die Zelte. Und hier sieht man es nicht ganz so gut, weil die Sonne da hinscheint. Hier ist noch so ein großes Zelt. Genau, jetzt sieht man es besser. Hier ist noch so ein großes Zelt. Das ist das Restaurant. Da wird dann zu Abend gegessen und auch Frühstück. Und hier ist noch so ein kleiner Raum. Das sind die Waschräume mit Dusche und ja, Klo und so weiter. Und genau, es gibt hier sogar warmes Wasser. Wurde uns gesagt. Mal gucken, ob das auch stimmt. Werden wir später mal austesten. Und jo, es gibt hier sogar Strom, also von zumindest von 20 bis 23 Uhr gibt es hier anscheinend Strom. In manchen Camps anscheinend auch dauerhaft, aber hier ist es jetzt nur abends. Jo, genau. Und sonst, ihr seht ja, im Hintergrund ist nicht allzu viel. Das liegt auch daran, dass das Camp ist wirklich mitten im Nirgendwo, muss man echt sagen. Und ja. Genau. Mal gucken, wie wir so schlafen werden und ja, ich melde mich dann später nochmal. Wir sind jetzt wieder zurück im Zelt bei uns. Wir hatten jetzt gerade Abendessen. Hier gab es Schaf. Das gab es heute Mittag auch schon. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe zuvor noch nie Schaf gegessen, heute gleich zweimal. War aber eigentlich ganz gut. Und genau, jetzt haben wir noch geduscht und es gab tatsächlich warmes, sogar heißes Wasser, muss man wirklich sagen. Ups. Und jetzt ist das Licht ausgegangen. So, genau, jetzt ist nämlich gerade das Licht ausgegangen, weil hier der Generator um 11 Uhr ausgemacht wird abends. Und dann gibt es nämlich keinen Strom mehr. So, ich mal kurz mein Handylicht hier angemacht. Genau, aber jo, gibt es eh nicht mehr großartig was zu erzählen. Wir gehen jetzt nämlich schlafen, weil wir morgen früh mal wieder früh raus müssen. Deswegen sage ich wie immer gute Nacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!